Hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn 1997. Ich bin hier in der U-Bahn-Station Kracht in Mülheim an der Ruhr und ich führe euch mal durch die U-Bahn-Station Kracht. Wie jetzt da steht, heißt die Station hier Kracht und die Rolltreppen wurden hier bereits erneuert und fahren im Zwei-Richtungs-Wechselbetrieb. Und hier direkt über der Station befindet sich das Altersheim, liegt ein zu Altersheim. Und die beiden Aufzüge wurden nachträglich angebaut. Wir fahren jetzt mal in eine unter diesen Signalanlagen. Die Bahn kommt in 6 Minuten. Vielleicht schaffen wir das auch. Fahren noch erstmal nach oben. Hier kann man sehr gut diese Bahnen fotografieren, die hier aus dem Tunnel kommen. Ist hier ein kleiner Tunnel, da seht ihr auch da schon das Tunnelende. Zweiter Stock. Genau. Altenheim. Genau. Und Übergang zum Aufzug zum Gleis 2 in der Mülheim an der Ruhr. Das sind hier so da hinten liegt das Altersheim. Genau, direkt über der Station gibt es einfach eine normale Grundfläche, die in einem miserablen Zustand ist. Das sind hier auch Alterswohnungen, der so Stadt Mülheim an der Ruhr. Das sind alles hier Alterswohnungen. Diese Station ist. Das Wohnhaus hat man auch eine sehr schöne Aussicht hier auf das Wohngebiet, das sehr hügelig ist. Und dann kann man sogar die so Iguna-Hochhäuser sehen, die am Mülheim Hauptbahnhof liegen. Fahren wir erst nach oben. Fahren wir nach unten. Erdgeschoss. Etage 0. Ein schöner Aufzug hier. VS 2004. Die beiden Aufzüge wurden ja 2004 hier so gebaut. Und erst 2004 ist eine barrierefreie. Ist ein barrierefreier Zugang hier von der. Hier von der Straße Kracht bis zum Seite von der, genau, Kracht heißt die Straße nur. Hier können wir auch reingehen. Ist der Treppenaufgang hier. Wir können auch mal mit der Rolltreppe fahren, wenn ihr heute noch. Wir fahren mit der Rolltreppe. Und dann kann man auch direkt zur U18 in die Mülheim gehen. Alles nur auch über Rolltreppen. Automatisch hier. Unten zumindest nicht vorhanden. Wir fahren jetzt an unten mit der ThyssenKrupp. Mit der neuen ThyssenKrupp Rolltreppe. Zum Bahnsteig in Richtung Essen. Und auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, gibt es auch einen Ausgang, beziehungsweise Ausgang zur U-Bahn-Station. Ich weiß nicht, ob die auch barrierefrei ist. Weiß ich nicht. Ausgang Kracht, Ausgang Bodenbeck. Oder wie heißt der? Wie der Ausgang heißt, das ist ein Anzeigetafel, hochmodern. Alles, der Bahnhof wurde hier wohl modernisiert. Und auch die so Beschilderung, also die so Wegweiser wurden bereits ausgetauscht. Alles vom Neuesten. Und hier auf dem Bahnsteig, und hier auf dem Bahnsteig stehen jeweils eine so SOS-Station, also Infostation, Infosäule und auch ein Fahrkartenautomat und dann kann man auch rausgehen. Den Bahnhof auch für ihr verlassen. Das ist ja auch ein Automat, der akzeptiert auch die Bargeld und die Girocard. Und laut und die Reim und die U-Bahn hat eigentlich die Girocard und Girocard-Akzeptanz bereits hier eingestellt. Und hier steht auch noch FVG. FVG ist der Vorgänger der heutigen Ruhrbahn. Die beiden Verkehrsbetriebe MVG und EFAG haben sich hier fusioniert. Das sind nur noch meine Bahn. Sind auch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 10 Sitzbänke vorhanden. Ganz normale Sitzbänke. Und natürlich auch Abfalleimer und hier drücken wir dreimal drauf. Die Zeit 13.47 Uhr. U18 nach Essen Berliner Platz in 2 Minuten. U18 nach Essen Berliner Platz in 17 Minuten.
sehr schön. Das ist sehr gut für Blinde. Auch ein Blindenleitsystem ist hier vorhanden. Und zwar ein sehr gut ausgebautes Blindenleitsystem. Ich kann noch runtergehen. Also Buggenbeck heißt der Ausgang hier. Ist natürlich die Straße. Buggenbeck. Und dann sehen wir schon in den nächsten Tunnel. Hier auf der Linie U18 fährt die so. Hier auf der Strecke Mülheim-Essen, auf der Stadtbahn Mülheim-Essen fährt ja von den Flügen ausschließlich, ist die U8 ausschließlich über so eigene Gleise. Das heißt, die U8 kommen mit dem Straßenverkehr gar nicht in Berührung, da hier sehr viele Brücken und Tunnel gibt, auf der Strecke gibt. Ist wohl diese so Teststrecke gewesen. So soll eigentlich die so gesamte Stadtbahn Rhein-Ruhr aussehen. Ausnahmen bis auf die so Außenläufe nach Mörs-Dienstlagen und so weiter und nach Lünen, vielleicht auch nach Lünen, weiß nicht. Steht bis auf weiteres außer Betrieb. Was ist denn außer Betrieb? Sind auch sehr viele ältere Menschen. Ist auch kein Wunder. Da wird es noch voll Löcher und Wandeltranken hier vorhanden. Und dann nur Signalschalter. In Frankfurt ist das leider nicht vorhanden. Da ist man schon im S-Bahn-Tunnel. Deshalb starb auch ein junger Mann, starb ein Jugendlicher bei einer Rettungsaktion. Dann fährt die U18 auf beiden Richtungen. Steigen wir ein. Ja, wir haben 30 Tickets. Denn Wagen kann man jetzt nicht kaufen. Und ich sehe, kann man nicht von außen sehen, kann man leider nicht. Schade. Danke. Und bis zum nächsten Video.